Sehr geehrte Damen und Herren, nächste Woche könnte die Regionalregierung von Katalonien die Unabhängigkeit ausrufen, auch wenn eine Deeskalation noch möglich ist. In der heutigen Ausgabe der Woche im Fokus versuchen wir zu erklären, was eine Unabhängigkeitserklärung für Spanien, die EU und die Märkte bedeuten würde. Wenn die Regionalregierung nächste Woche wirklich die Unabhängigkeit proklamierte, würde sie damit wohl eine Lawine lostreten. Denn dann könnte sich die Zentralregierung auf Artikel 155 der Verfassung berufen und die Regionalregierung absetzen. Sie könnte deren Mitglieder sogar festnehmen lassen. Wenn die Zentralregierung darauf trotz einer Unabhängigkeitserklärung verzichtete, käme es ebenfalls zu großen Problemen. Erstens wäre ein unabhängiges Katalonien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, ja nicht einmal der Welthandelsorganisation. Zweitens würden sowohl die Zentralregierung als auch die Regionalregierung von den Unternehmen Steuern einfordern. Es käme zu einem wirtschaftlichen Chaos. Der Konflikt um Katalonien betrifft nicht nur Spanien, sondern auch die Europäische Union. So stellt die Katalonien-Krise die Pläne des französischen Präsidenten Macron in Frage, die Währungsunion durch ein gemeinsames Budget, also durch mehr Umverteilung, vermeintlich zu stabilisieren. Wenn der Finanzausgleich nicht einmal innerhalb Spaniens funktioniert, gilt das erst recht für die Europäische Währungsunion. Der Katalonien-Konflikt belegt noch einmal, dass eine Transferunion im Euroraum nur funktioniert, wenn es ein sehr starkes Solidaritätsgefühl zwischen den Völkern gibt, was aber nicht der Fall ist. Die Kurse spanischer Staatsanleihen haben auf die Katalonien-Krise bisher geordnet reagiert. Ob es dabei bleibt, hängt von den politischen Entwicklungen in den kommenden Tagen ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.